PvP ereignet. Nein, alle töten Daniel. Ja, ich will auch. Wir können ja mal schnuppern, was das mit dem PvP hier auf sich hat. Oder vielleicht. Nein, ist verstopft. Oh Mann. Wir gehen einfach da vorbei. Ah. Wir werden jetzt ja angegriffen von Leuten. Der komische Putz hat irgendeinen Zauber auf uns geworfen. Da bewegt sich irgendwann auf der Karte brodelnde Monstrosität. Was die nicht an, Daniel. Bei PvP geht es ja um Punkte zu kriegen und dann kriegt man die Monster besiegen und all sowas. Brohlende Monstrosität. 5 Gaben. Das ist eine ganze Menge. Da, der ja. Der hat sich auf der Karte bewegt. Samen des Fasses. Das ist eine PvP-Währung, glaube ich. Irgendwas ausgeben oder was? Ja. Oh, da ist eingefallen. Jetzt treten wir drauf. Tank. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin auch da runtergeschubst. Warte. Ich bin noch nicht bereit. Ja, Baba, ganz jetzt der hier. Gib ihm hart, gib ihm hart. Fokus! Heilig, legendär! So viele Dinger. So, oh, endlich mal ein besserer Ring. Die ist zwar besser, weil... Das heißt, Staub wird die Gegner in der Nähe Schaden zufügen, schon wieder. Wirbelwind hinterher. Ja, ich benutze ja nicht Wirbelwind. Nur. Kack. So. Jetzt bin ich einen Punkt entfernt von dem Ding ganz oben. So, in der Mitte ist ein Altar der Extrahierung. Oh, Spalter, Glyphe. Ich bin noch nicht bereit. Nordisch. Ja.
Hat eine Bombe geworfen? Kannst du das sagen? Was? Dieser Troll hat eine Handgranate. Okay. Ich muss warten. So, was gibt's hier? Müssen wir hier diese Dinger reinpacken? Ich mach das mal an. Okay. Alle Spieler wurden auf dich aufmerksam gemacht. Ja, die leuchtet rot. Wenn ihr den Ring verlasst, wird das Ritual unterbrochen. Okay. Wieso habe ich keine Sahne in der Tasche? Ich habe da schon welche aufgesammelt. Ein loser Stein. Oh, nee. Ein Spieler hat das Ritual am Ort begonnen. Ruin ist Außenposten. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn die Leute uns jetzt umbringen? Wir haben bestimmt irgendwas Gutes gemacht, ne? Jetzt kommen gleich alle Spieler und bringen uns um. PvP-Ereignisse, das startet gleich. Ich bin soweit. Hier ist eine unheilvolle Truhe. Die kannst du nicht aufmachen. Ihr müsst dafür als Feind markiert sein, okay. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht bereit. Voll abgeschlossen, yeah. Alle Spieler werden jetzt auf euch drauf gehen und euch töten. Damit euer Account gelöscht. Ich habe jetzt eine Belohnung bekommen. Du nicht, Daniel, ne? Weil ich habe das jetzt mal abgesprochen. Ich stand hier nur und habe gar nichts gemacht. Ich bin noch nicht. Aus dem Weg. Ah, wenn hier Tabakweißkessel, was? Uralter Obelisk und sucht den uralten Obelisk. Alles klar. Oh. Ja, komm ruhig näher. Ich tue so eine Welle ab hier. Ich muss warten. Ich muss warten. Danke, du die mal ab, ich stehe mich. Stämmchen drauf. Ah! Ja, das, ich meinst du ist fertig, ich geh auf der andere. Ha, ich mach mehr Scham, wenn ich still stehe. Er kennt mir gar nicht. Beweg mich auch nicht. Ah, so viele Dinger des Hasses. Sammeln wir jetzt hier. Ja, dann ist das hier. Kehr zum Flüstern im Baum zurück. Unsere Belohnung ab.
Ich liebe Belohnungen. Wurde mir nicht deine Belohnung versprochen? Hier sind die Höhlen von Carlos. Ha. Wo ist denn die Höhle von Carsten? Oh Gott. Ich bin noch nicht bereit. Ganz gerecht, ganz gerecht. Amaris. Eine heilige Holzachs. Na klar. Nein, sie kommen von der Decke. Da kommen also Barbaren her, ich verstehe. Ja, hier nur versuchen noch so ein paar Lilith-Schweine. Wir haben schon alle eingesammelt. Oh, da war ein scharfer Richter. Schon wieder eine unheilvolle Truhe. Ich reite. Guys, geh weg. Na, Alter, ich bleib bei dir. Ich muss warten. Da ist er. Ich werde ein Augenlicht sein. Ein Nasentropfen sein. Wie viele Gegner da angesprungen kommen. Man, da waren so viele Gegner, ich konnte gar nicht wegschubsen. Alles Barbaren, die uns hier angreifen. Alter! Ich hab die Situation unter Kontrolle. Also, hast du die gehabt jetzt? Hab die alle geschubst. Ah. Ja, toll, gerade als ich die angegriffen habe. Oh, jetzt kommen sie aber. Ja, geht mal los, ne? Oh, so viel Hass. Ja, das gefällt dir, ne, Daniel? Das waren mal viele Gegner, ey. Ja. Das war geil. Na, Barbaren, ne? Ich weiß nicht, ob das Barbaren sind. Da sind wahrscheinlich einfach nur Straßenpisser. Aus dem Weg, Wildschwein! Einfach noch ein paar Business-Leute. Aus dem Büro kommen. Ja, wo sind wir denn schwer gelandet?
Mal sehen noch. Ja, der Extrahierung. Ah, warum nicht? Was ist denn das? Keine Ahnung. Ja, wir kriegen cooles Zeug davon. Vielleicht nehmen wir gerade das Gebiet ein. Jetzt müssen uns Leute bekämpfen, das Gebiet zu erobern. Keine Ahnung, was ich. Timer. Vielleicht gibt es jetzt bald Bandenkriege. Ich bin noch nicht. Wenn was Blizzard kann, dann sind die Videos die Cutscene-Szene. Ja. Ja, na, ich habe nicht so viel Vergleich. Gibt es auf zig Cutscenes von Blizzard, der voll. Ich weiß nicht. Ich war ja wie die Armee da von Lilith gegen. Ja, 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 das war episch. Ja, das ist typisch, ey. Ich kann mich noch erinnern, als Overwatch damals rausgekommen ist, da war ja auch so ein Trailer hier. Ja, das Spiel ist scheiße. Ja. Ich hab mein Pferd verloren, nein. Nein. Steck es in deiner Hosentasche, bevor es kaputt geht. Jetzt brauchen wir Zeit. Sind da viele Gegner hier im Paragon-Punkt bekommen. Weichert von mir. Sein Pferd jetzt mal wieder aufziehen. Mit seiner Schraube. Der Riesle. Sind wir denn hier? Oh, der eine hat den anderen die Prügel in sich da gehabt. Wenn das PvP bellet ja nicht alle geläuterte Samen des Hasses. Okay. Des Hasses werden verlassen. Okay. Ja, mach mal ruhig. Ist schon nicht schlimm. Kampf. Guck mal, was hier noch so ist. Wir müssen die Welt erkunden. Das ist wunderschön. Ich bemerke schon wieder, wie klein ich auf dieser Welt bin. Aua. Stadt. Ich glaube, hier ist eine neue Stadt. Ne, das ist eine Dungeon. Wenn ich mal sehen könnte auf der Karte. Nur Zauberer. Uninteressant. Keiner von uns ist ein Zauberer. Genau. Als Gabba Gandalf. Der keine Schrein von Lilith, Mann. Wir sind schon überall hier rumgerannt. Überall auf dieser Welt waren wir schon. Ein Trollen raus, Arschgabe. Nein, ja auch nicht. Weiß heißt Kartoffelbrei. Kartoffelsalat. Hex! Maggie Buxton, du kleine Hexe. Dun 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 dun. Wenn wir jetzt hier nicht sitzen, ey. Dann fress ich dein Pferd. Da ist hier halt nix. Da ist ein Altar, ah. Daniel. Boom. Ich wusste, ich hatte recht.
Geschicklichkeit. Ja. Er hat das Holo-Spiel gewonnen. Ja, war lustig, ne? Oh. Oh mein Gott, das war ein super Trill. Boah. Ja, der hat mich nicht gestört. Voll nervig. Ja. Daniel hat weniger Probleme gehabt als ich. Ich weiß ja nicht, weil der die stärksten Sachen alles rausgab. Und er wusste, was hast du denn gemacht? Hey. Ich hab immer versucht, Punkte zu bewahren, damit ich mehr in der Runde habe. Noch ein Alter. Ja. War ein schlechter. Mehr Obolusse. Hast du gemacht? Ich habe immer versucht, so wenig wie Punkte wie möglich zu verschwenden, damit ich mehr für die nächste Runde. Ja, habe ich auch. Ja, irgendwie nicht, ey. Du hast sofort alle ausgeballert. Ja, ich habe es erst versucht, so. Aber hat so funktioniert, ja, in den letzten, aber ich habe das von Anfang an so gemacht. Ich habe das immer so gemacht. Dieselbe Anzahl von Gegnern genommen, nur dass eine Einheit stärker praktisch. Da habe ich mehrere Versuche für einige Kämpfe gebraucht, zum Beispiel vor den letzten. Ja, habe ich auch immer. Da habe ich später ich habe so eine starke in der Mitte, dann habe ich immer so ein paar Sturmtruppler nur zum Ballern dahingestellt. Ja, so, das ist ein Lebensstopp. Der ist aus Star Wars Jedi Survivor. Ja. Habe ich gemerkt, ich habe viel später gemerkt, dass du auch andere Einheiten benutzen kannst, nicht nur vom Imperium. Ja. Die stärkste Einheit ist der AT-ST in dem Spiel. Ich fand den Skorpion irgendwie stärker. Ja, der Skorpion auch. Der hat mir die ganzen Schüsse abgewehrt. Und dann lief alles voll glatt. Ja. So, Rick war awesome, ne, Daniel? Ja. Wird uns immer in Erinnerung bleiben. Nee, das soll wahrscheinlich eine Anspielung auf Kylo Ren sein. Was? Ja, nicht direkt Kylo Ren, sondern spielt in so einem Film Lucky 7 oder so, da spielt er so einen Tür, verkleidet er sich als Türtechniker. Ist das eine Festung? Nee. Ich bin noch nicht bereit. Also ich voll bei raus. Also wieder so ein Dungeon mit Respekt für Baba, aber ich benutze ja nicht. Aspekt ist scheiße oder was? Aspekt ist scheiße oder was? Geht, aber ich benutze sie ja nicht. Bis jetzt noch nicht. Spiele sind aber sehr gut, die scheiße Aspekte. Ich wechsle ja die ganze Zeit Waffen und so. Ich nicht. Weil ich sie nicht brauche. Ich brauche sie nicht. Warum brauche ich sie nicht? Ja, du nicht weißt, wie man das Spiel zu spielen, so wie Final Fantasy 16. Alter, nee, okay. Dann sagen wir auf Wiedersehen und gute Nacht. Wunsch. Boah, da bin ich eiskalt drüber gesprungen.
Hunger. Aus dem Weg, ihr blöden Bienen. Na wohl, wieder zurück. Jetzt würde ich hier die ganze Karte aufdecken. Wenn wir das schon mal hinter uns haben. Bei der Stadt da ist. Nein, ein Bär. Den habe ich nur in Geschichten gehört. Na, Disney's Marvels. Das soll ein absoluter Hit werden, habe ich gehört. Ja. Die hat jetzt schon gesagt, die will nicht mehr Captain Marvel sein. Ja, die Schauspieler. Ist das der Grund, warum die Leute nicht mögen, weil die Schauspielerin nicht mögen oder so? Ja, das ist wieder so ein Film. Der erste Film, der ist auch nicht so gut. Also nicht. Frauen erheben sich gegen chauvinistische Männer. Ja. Also aktiviert. Was ist das? Also. Ich dachte, du wolltest mich, dass ich dich in das Portal gehe. Das ist ein kleines Portal, damit kann ich mich zu Daniel teleportieren. Das kann ich hier nicht tun. Wann kommt der Napoleon-Film nochmal raus? Irgendwann im November? Ja, ich hab am 23. November oder so. Ah, okay. Da ja noch ewig. Ja, ich hab gedacht, der kommt früher raus, aber das ist in Amerika. In Amerika kommt er am 2. November. Was so? Den Kopf oder so unten? Ich bin auch nicht tot, ja. Okay. Nur ein Kannst du da auch mit jemandem sprechen? So töten. Das ist nicht best. Sieht man ja auf der Karte? Oder? Ja. Okay. Ich dachte, ich habe ja random irgendwas gefunden. Ich will nicht undankbar klingen, aber das Wasser steigt. Warte, ich befreie dich daraus, Kollege. Sand einfach essen. Ja, bitte, Freiheit. Und jetzt darf er uns verbuddeln. Eine Sache noch. Meine Verwandten sind noch am Los, Alter, die Flut kommt. Alter. Nicht helfen, ich hab dir sauber ertrinkt. Ja. Vertraut mir, Fremde. He made me experience high tide. Oh. Es wäre besser, wenn wir sie aufhalten. Außerdem lege ich noch ein paar Münzen oben drauf. Ich finde das so witzig auf Englisch. Helft mir, eine Waffe zu finden. Ich will ja nicht, dass ihr mich wie ein kleines Kind beschützen müsst. Ja, nimm diese heilige Axt. Du weißt ich. Ich brauch den nicht. Ich hab eine Waffe. Ich bin eine Waffe. Dann sagt ich nur, ich bin eine Waffe. Und dann beißt er den. Und dann backt er nämlich einfach so an den Füßen, schwingt mich schick. Dann daraufhin verwandelt er sich auch in einen Barbar. Was ist das? Ich habe schon wieder eine Quest hier gefunden. Da bleibt ein Gegenstand, oder? Den wir... Ja. Ja, scheiße, ich auch. Was ist das? Das ist eine Apfel-Cola-Flasche. Na bitte. Das ist genau richtig. Ja, nimm diesen Schwertständer. Jetzt kann ich euch vielleicht von Nutzen sein. Beeilen wir uns, bevor sie merken, dass ich frei bin. Und ich
Nein. The wall. The wall. Verfolgungsjagd. So. Hallo. Was überhaupt hier machen? Wir müssen gegen die Sandräuber hier kämpfen oder was? Wir müssen die Familie befreien. Wir müssen gegen Sindbad und seine Bibel kämpfen hier. Es ist irgendwie viel dunkler im Deutschen. Mich hat er sauber ertränkt. Ich bin noch nicht bereit. Das heißt, dass der tot ist. Ja. Er hat ihn ermordet. Ja. So, jetzt habe ich den ganzen, jetzt habe ich den Paragon-Punkt ganz oben. So. Ja, ich habe auch noch mal so was zum. Was ist das für eine riesige Vorschau, ey? Hast du jetzt mal geguckt? Ja, das war riesig. Ja, ja, sag ich doch. Und da sind auch so legendäre Knoten und sowas. Und jedes von diesen Dingern ist irgendwie eine andere Karte. Was zum. Das Ding kann man auch drehen, genau, das hatte ich damals gemeint. Das Ding kann man drehen. Ja, und dann kannst du halt anhängen anscheinend. Und dann kannst du darauf. Bei mir steht dann X anhängen, dann. Ah, okay. Der Daniel, der hat schon wieder mehr herausgefunden als ich, ey. Ich hasse dich, Daniel. Oder muss er erst mal gucken, ja, wo du hin musst, ey. Blut, ja. Blutrausch vor Koordination. Aber da muss. Da gucke ich mir lieber irgendwie so offscreen an, so in Ruhe. Dezimera. Waffenmeister. Da muss er erstmal die ganzen Sachen hier angucken, was du dadurch bekommst und so. Ich hab's mir schon ausgesucht. Ich bereue nichts und tue alles. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich suche mir das aus nach der Knoten. Ja. Am schönsten aussehen. Nein. Was am besten zu meinem Hut passt. Das bringt mir nichts. Okay, das ist auch nicht schlecht. Geruch des Todes. Wenn sich mindestens zwei Leichen in der Nähe befinden, 15% Schadensreduktion. Wenn sich keine Leichen in der Nähe befinden, verursacht ihr 15% mehr Schaden. Tabauswahl. Also du guckst auf die legendären Knoten, was am besten. Ja, ja. Ja, ja, was davon am besten ist. Ja, Blutungsschaden ist um 15% eures Schadens gegen verwundbare Ziele. Man töten als blutenden Gegner. Wir sagen mal so, oder da? Ein und ein Schaden zum Vögel. Ja, wir brauchen die Erfangen aus maximalen Lebenserstehlung. Boah. Da muss ich mir mal in Ruhe angucken. Kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Fertig gewölzt jetzt, Junge. Du lebst nicht mehr lange. Könnt euch später bei unserem neuen Freund bedanken, Jakob. Ihr lebt also noch, Bruder? Wartet bei der Brücke auf mich, Dummkopf. Ich bin noch nicht bereit. Dieser Schaden, warum sind hier schon Tote? Ich dachte immer, ihr würdet mich überleben. Wir werden euch rächen, Cousin Azim. Der hat es nicht geschafft. Treffen wir sie bei der Landbrücke. Ich weiß gar nicht, auf was ich irgendwie so fokussiert bin, so mit meinen Fähigkeiten. Ich habe so einfach wild irgendwie willkürlich irgendwie was. Ja. So bin ich auf Berserkermodus ausgelegt, bin ich auf Blutungsschaden.
Ist ja eigentlich nicht auf den legendären Knoten da zuzuarbeiten und du kannst halt so reden, dass du das nicht. Ja, das habe ich auch gesehen. Jetzt mal, wenn ihr 75 Fuß verbaut, haltet ihr 15% eures maximalen Lebens als Stehlung. Ja, aber ich will mal Schaden. Waffentausch gewährt euch 4% eurer maximalen Wurde. Sau. Blutungsschaden ist um 15% eures Schadensbonus gegen verwundete Ziele erhöht. Beim Töten eines blutenden Gegners besteht eine Chance. Ich weiß gar nicht, was ich mich hier entscheide. Ja, lass dir Zeit, Daniel. Ja, ich tue das. Wir fertig aufgenommen haben. Immer in Ruhe anschauen. Kann sein, dass ich beim nächsten Mal irgendwie wieder neue Fähigkeiten und so habe, ja, so Fertigkeiten. Wie kannst du das wagen, Daniel? Und mal so ja, ausprobieren. Mal schauen. So, hier oben ist noch einer. Der will auch mit seiner Familie vereint werden. Spoiler, er ist tot. Die arme Sau. Mein Jasir ist besser als dein Jasir. Komm, lass sie gegeneinander kämpfen. Zu sehen, wer mächtiger ist. Ach, klar. Aus dem Weg! Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Was jetzt? Okay. Was werdet ihr jetzt tun? Wir müssen uns verstecken. Wir sind verwundet, aber dank euch können wir uns vielleicht erholen. Danke, mein Freund. Danke. Ja, danke. Ja. Boah, wir haben ihn doch gerade getötet. Boah. Was los? Ich habe aus Versehen was ausgerüstet, weil ich nicht wollte. Nein. Entferne es. Ich bin so schnell. Warum kommt man hier nicht in der Story rumlaufen, diesen schönen tropischen Strand und so, ey? Das ist auch viel schöner hier. Weil hier lauter Schurken und Sindbad und so sind. Sindbad. Schau mal, wie viel Glück dieses Kind hat. Denn so das, Daniel? Ja, ja. Ey, da ist ein Gegenstand fallen, der ist blau, Daniel. Nein! Das ist eine Opfergabe. Das ist ein Questgegenstand. Damit! Herr damit! Sammelt Todesseelen, alles klar. Ich bin noch nicht bereit. Ah, ein Amuletten-Legendäres. Wer ist er denn hier? Achso, das sind die. Wie heißen die? Eine Klasse, die sich verwandeln kann. Oide? Der, ja. Also nehme ich an. Ich bin noch nicht bereit. Ah, nee.
Hm? Er war ein Bär. Ja. Was ist das? Er kann sich in eine mystische Kreatur verwandeln. Hey yo! Aua! Ich hab mir den übergezogen mit seiner Axt. Wieder so komische Seelen. Ja. Es ist getan. Ich habe alle Seelen gesammelt. Ja? Ja. Was? Boah, wieso das denn? Ich habe ein paar Gegner getötet und deren Seelen nehme ich auch. Jemand ist so tot, ne? Hast du ihn eingefroren mit so einem Speer? Ich bin noch nicht bereit. Ja. Eine Magie haben jemanden eingefroren, vielleicht, ja, kann sein. Aua. Ich hab mir ein Speer ins Gesicht zu werfen. Wenn, dann werfen wir was anderes ins Gesicht, genau. So, ich sehe blaue Gebiet nicht mehr. Sind wir ja da drin, ne? So, hier ist eine Festung. Boah, natürlich jetzt noch. Hast du alle Seelen? Also nicht, kann sein. Hast du hier noch ein blaues Gebiet? Nein. Hat dein Charakter irgendwann gesagt, es ist getan. Es ist getan, ich hab's getan. Ja. Na gut, haben wir diese Festung ja noch um. Irgendwie kann ich nicht da rein. Wir müssen da rüber. Erkundet Romans Schanze. Das wird gleich unsere Festung sein. Ich suche schon mal einen Platz aus, wo ich meine Mikrowelle hinstelle. Daniel ist voll der futuristische Barbar. Der kommt so aus der Zukunft, aber lebt immer noch wie so ein Hinters. Es gibt Laserwaffen, der schwingt immer noch so Holzknüppel. Nochmal. Die Folge einer Vulkanexplosion. So, das hat man sich untersuchen. Ich bin noch nicht bereit. Boah. Oh Gott, bin ich nicht bereit. So. Also ich habe hier noch zwei Kreise. Ich auch. Wer ist er denn? Lass mich rein! Ein Kreis. Was? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich bin noch nicht bereit. Ich hab Sachen untersucht. Ich habe irgendwas liegt hier jetzt bei mir. Ein Tagebuch oder so. Die niederträchtige Priesterin Hadar und ihre Teufel unsere Pflanzen niedergebrannt. Unsere Nein, nicht die Pflanzen. Erdboden gleich gemacht. Unsere Lieben gekreuzigt. Sie dienen nicht Ackerrat, sondern dem Herrn des Hasses und höchstpersönlich. Warum habt ihr nicht die Pflanzen gekreuzigt? Mir? Wir werden dieses Böse gemeinsam vertreiben. Und das Böse. Böse, 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 böse.
So. Wir Geister sind näher. Au. Aber wieder auf mich zugedießt kam. Ja, der Geister sind langsamer. Ja, genau, ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Mit der Leiche des Geistes ein Skelett herstellen, das ist mein Satz. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht, du blöde Kuh. Das ist Sparta! Wir opfern lieber uns als unsere Heimat! Seid ihr bekloppt? Ja. Oh, sie war die Statue, die ich kaputt gemacht habe. Wird sie mir doch bestimmt nicht übernehmen, oder? Ach, Mann. Ah, oh, da hat Schaden gemacht. Heuerjaja! Nein, ich bin grün. Ich bin auch nicht. Okay, was macht ihr da? Eine riesige Blutexplosion. Oh, immer drauf. Na da. Ich bin noch nicht bereit. Also. Ja, ich habe schon gedacht, die explodiert jetzt irgendwie oder doch. Jetzt mal, wenn ich die Finne auf die ab. Boah. Boah. Ich hab nichts hier. Ich hoffe, meine Bros. Legendäres Amulett. Ring heilig. Warte mal, das ist gut. Band der grenzenlosen Wut. Oh ja, bitte. Ich hätte auch gerne mal was anderes. Was macht deine Wut denn so grenzenlos? Ah, jetzt kann man wieder bimmeln. Und dann gehört diese Festung uns. Das war ganz schön kurz. Ja. Ja, denn normalerweise müssen wir irgendwie irgendwas viel komplexeres machen. Noch ein Zombie. Held des Stützpunkts. So. Oh, Regionsvorschrift. Belohnung verfügbar. Boah, ein Trank mehr. Und da ist eine Dungeon, aber für Zauberer. Oh Gott. Der Kampf halt schon angedüst. So, wie hier ist nichts. Aha! Fragekapazität, was ist denn? Alter! Ja klar. Da, oh, Heiltrankkapazität erhöht. Ah ne, da war noch der Text vom vorher. Verdammt.
Ja, der Altar hat uns jetzt noch einen Heiltrank gegeben. Noch mehr Kapazität? Ne, habe ich gedacht, aber da war noch die alte Meldung. Okay. Okay, irgendwie konnte ich das schon wieder zweimal aktivieren. Das freut mich dann, hör auf zu cheaten. Ich habe keinen zweiten Bonus bekommen, ich konnte irgendwie nur zweimal damit interagieren. Das sagen alle Cheater. Hör hot, du Stück. So. Schneller, du Schwein. Ruhig, du Schwein. Bruh. Darum ist bestimmt nichts, aber lass uns mal gucken. Gegner. Aber das ist unsere Bruder. Ihr dürfte nicht sein, ne? Ist verboten. Nicht so schnell, ist verboten. Und zwar ganz ohne euch. Nicht so schnell. Euch. Das dürft ihr nicht machen. Ist verboten. Was? Ja, da war irgendwie so ein Schnitt, als er hat gesagt. Also. Das dürft ihr nicht machen. Ist verboten. Oh, was ist das hier? Aska Krimskrams? Was ist denn Krimskrams? PvP-Zone? Krimskrams. Oh, hier können wir irgendwie Sachen ausgeben. Oh, wir können kosmetische Sachen hiermit kaufen. Mördergewand? Oh. Das ist so ein potenziellen Mörder wie mir. Ja. Ihr könnt irgendwie ist Mördergewand, ist das ein Helm? Ihr könnt diesen Händler keine Gegenstände verkaufen, da wollen wir noch mal sehen. Oh, kann ich auch gar nicht, verdammt. Ich habe gedacht. Ihr habt nicht genug roten Staub. Ja. Hier prügeln sich zwei Leute. Ja. Ah. Seht. Da ist ein Wegpunkt. Alles klar. So, warten wir noch ein bisschen hier. Warten wir noch ein bisschen herum, dann machen wir Feierabend. Die Felder des Hasses werden verlassen. Was hier denn? Hier ist wieder ein Dungeon für Totenbeschwerer. Gegner, die von euren eisernen Jungfrau betroffen sind, werden mit einer Chance von 15% eine Sekunde lang betäubt, wenn sie direkten Schaden verursachen. Ja, ich benutze ich aber nicht. Boah, was benutzt du eigentlich? Das sagt gerade der Richtige da. Ich finde, du tust die Aspekte nicht sehr wertschätzen, okay? Alles klar. Bin ich echt schlampig, wie du mit den Aspekten machst, ne? Also da könnte man ein bisschen verbessern. Ja, aber redest du jetzt von dir selber, ey? So, hier ist auf jeden Fall bar. Wenn ihr einen Gegner mit einer Kernfähigkeit Schaden verursacht, besteht eine Chance von bis zu 22 oder? Wir sagen mal, das wäre zum Beispiel auch nicht schlecht, aber da müsste ich irgendwie Berserker-Modus benutzen. Und ich weiß nicht, ob ich das benutze. Ich glaube nicht. So, ich gehe jetzt einfach neu runter, um die Karte hier aufzudecken. Ich bin auf der Durchreise, okay? Ich komme in Frieden. Geht mal so weg. Ja. Wir haben schon fast eine Menge aufgedeckt hier. Alter, nein. Ich glaube, beim nächsten Mal habe ich dann wieder ein komplett neues Set so an Fähigkeiten. Aber nur um zu gucken, ich versuche mal irgendwie darüber nachzudenken. Ausnahmsweise. Also nächste Woche werde ich bestimmt 20 Mal sterben. Ich denke, das ist dann ja dann noch besser. Der Zauberer, der hatte eine gute passive Fähigkeit, irgendwie so 3% mehr Schaden auslösen, aber
nimmt auch 3% mehr Schaden. Aber ich will voll auf Angriff sein. Da fragst du dich, warum du stirbst, ne? Die Säule. Hier haben wir eine Festung. Uldors Höhle. Das ist wieder was für Totenbeschwörer. Okay. Totenbeschwörer. Er führt Gegnern, die sowohl von Altern als auch von eiserner Jungfrau betroffen sind, 40% mehr Schattenschaden zu. Also eine Jungfrau, das benutze ich nicht. Ist das Problem? Das sind Fluchfähigkeiten, damit kann ich buffen, debuffen. Was ist denn was? Ich kann damit nur debuffen, ganz ehrlich. Buffen kann ich dann nicht. Gibt es denn jetzt irgendwie was für Golems oder für deine Soldaten? Muss es doch eigentlich auch irgendwas geben, ne? Ich, ja, dass die meine Soldaten weniger Schaden nehmen oder dass die über den Zeitraum länger nehmen, die machen die immer mehr Schaden. Na, verdammt, ich habe eine tote Dorfbewohnerin von. Oh, und hier ist ein Altar anscheinend. Intelligenz, yay. Hast du den Brief da aufgehoben, Daniel? Ja. Ja, neue Quest, freie Scheiße. Da. Am liebsten würde ich noch ein Level Up haben. Ich stehe kurz vor einem Level Up. Ich auch. Solange ich in der Stadt bin. So, Eisenwerfer, sind eure Leute, von denen wir die ganze Zeit die Rüstung hier finden für diesen einen Typen. Das wir sind ganz viele Quest. Wer vertagt? Dann die Saurierknochen. Was ist Ritual? Bernsteinsande, PvP, glaube ich, weiß nicht. Wenn da nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, da ist nichts. Verdammt. Okay. Aber gehen wir noch da oben hin und dann Feierabend. Hier ist noch so ein Gebiet. So, ja, natürlich ist das ein Stützpunkt. Das ist, ja, beim nächsten Mal wissen was. Ja. Falls er damit notiert bleibt auf der Karte. Na, keine Ahnung. Ich könnte bleiben auf der, weiß nicht, ob die auf der Karte bleiben. Ich teleportiere mich mal weg und guck mal, ob der noch da ist. Bleib mal da stehen. Gut, dass du mir das gesagt hast, dann. Ich wollte nämlich gerade woanders hin. Ja, also ich sehe ja noch auf der Karte. Okay. Da muss man die wahrscheinlich erst aufdecken, damit die auf der Karte bleiben. Ja,